Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Und wer sich jetzt, scheiß Pedometer, fick dich an die Wand, ich will dich nicht. Wer sich jetzt gerade wundern mag, warum wir jetzt gleich eventuell in einer anderen Position sind, das liegt an manchen Leuten, die wieder einmal keine Lust hatten. Wieso komme ich durch die Tür nicht durch? Hallo? Hallo? Steuerung? Steuerung sagt nö. Ich komme das leider gerade nicht durch. Seitlich geht, warte mal, seitlich geht. Hängt das Ding ein bisschen sehr schief? Ja, ein bisschen, ist richtig. Das erklärt vielleicht einiges. Auch, oder nicht? Na, nicht so krass. So, das liegt daran, dass manche Leute aus unserem Team einfach es mal wieder nicht nötig hatten, rechtzeitig am Aufnahmetag da zu sein. Deswegen bin ich heute auch ein kleines bisschen angefressen, was man vielleicht hin und wieder raushören dürfte. Ich will alle Menschen umbringen übrigens. Und besonders mich. Besonders dich. Nein, bei dir reicht es mir einfach nur, wenn du Schmerzen hast. Muss sagen, dass ich deswegen schon wieder ziemlich enttäuscht bin. Und naja, es wäre erst kein Problem, wenn man das auch ohne ihn spielen könnte. Aber das geht ja leider wieder nicht. Weil er ja hosten musste. Gut, aber hacken wir nicht weiter drauf rum. Das werde ich zwischendurch sowieso noch irgendwann wieder tun. Einfach, weil ich gerade eine Krawatte von hier bis nach Timbuktu habe. Ich habe eine Taschenlampe übrigens gerade gefunden. Freue ich mir. Sehr schön. Ich werfe dich mit Stein ab. Ich bewerfe gleich auch mal mit Stein, mein Freund. Aber so, wo sind wir uns eigentlich hier abgeschmanzt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann es dir sagen, im Wald. Gehst du bitte sofort sterben, ja? Nee. Bitte. Ich habe auch bitte gesagt. Du kannst einem zum Sterben verdammten Menschen nicht eine Bitte abschlagen. Also stirbst ja nicht. Wetten? Später vielleicht, aber jetzt doch noch nicht. Ich habe aber jetzt gerade Lust dazu? Nee. Ja, doch. Wird hier nicht. So, wo haben wir das hier, das Custom Building? Es kam nämlich in den Kommentaren, wir sollen bitte mal ein Gebäude mit mehreren Etagen bauen. Und ich hielt das für eine gute Idee und sagte ja. Okay. Auch wenn ich mir bis jetzt noch nicht so sicher bin, warum ich das gesagt habe. Weil? Ist ja alles nicht ganz so einfach immer mit diesen Custom Buildings. Ich nehme mir mal hier so ein Plattförmchen. Ist ja interessant, was mir gerade aufgefallen ist, dass man sich egal wie viele Steine mitnehmen kann, aber die werden nun mal nicht gezählt. Nee. Ja. Was du nicht sagst. Oh ja, ja. Ich fange übrigens an zu bauen, ne? Falls du Bock hast, kannst du mitbauen. Geil. Falls da mache ich doch mal mit. Oh, okay. Baum? Stirb. Ah, Baum stirbt. Aber. Hä? Wieso denn? Was denn? Wie denn? Warum? Ja, hier stehen Bäume rum, die ich wieder mal nicht fällen kann. Wahrscheinlich. Unfällbar. Ja, ist kacke, weil ich jetzt hier diesen Stein nutzen wollte. Egal, fäll du mal eben Holz. Aha, da gerade. Ach, da. Ja, denk dran, schlechtes Internet und so dauert immer einen kleinen Moment länger bei mir. Ja, ist ja alles in Ordnung. Ach, ein Köfferchen liegt hier noch rum. Habe ich vorher gar nicht gesehen gehabt, du. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir uns irgendwie auch mal einen Gedanken dran. Ich habe schon ein ziemlich cooles Konstrukt gerade im Kopf. Ob das so klappen wird oder nicht, ist ja wieder eine andere Sache. Das weiß man ja vorher nicht. Genau. Vor allem nicht bei Spielen, die schon so unglaublich weit in der Alpha fortgeschritten sind wie dieses hier. Ey, es ist besser als DayZ. Das auf jeden Fall. Deswegen ist DayZ auch für mich jetzt komplett abgeschlossen. Ich habe da was Neues auf dem Plan stehen, was am 15.01. rauskommen wird. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ah, warte. Am 15.01. Ja, am 15.01. Lass mich raten, du hast es wahrscheinlich erwähnt, oder? Nein, bis jetzt noch. Doch, ich habe es ein einziges Mal, habe ich das... Wo habe ich denn das erwähnt? Irgendwo bei Google Plus hatte ich das mal erwähnt. Und zwar heute. Ich doch gleich mal schauen. Macht er jetzt gerade nicht jetzt, oder? Nein, mach ich nicht jetzt. Hallo, jetzt bin ich im Horror-Survival. Kann ich Horror gar nicht mehr raus haben. Horror vor allen Dingen, sagt er. Und außerdem. Stand, ist es,
Du kannst dann gerade nicht austappen, als ob das gerade von dir jetzt mal, ne? Sowas nicht kämen Was? Würde. Wenn es gleich... du weiter? Ja, ich bin gerade dabei, das hier irgendwo dran zu fletschen. Aber es gibt ja hier keine Einrastfunktion. Ja, du. Ich finde es hier irgendwie doof. Warte mal. Ich gehe mal. Hier, diese ist doch genauso geil eigentlich, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir da weiterlaufen. Aber müssen wir jedes Mal durch die Bäume durch, weil wir die nicht fällen können, so ein Mist. Oder kannst du versuchen, die Bäume, die hier direkt dran zu stehen, mal wegzukloppen? Ich. Ja, super. Hahaha, nee, da gehen wir beide durch. Die können wir nicht fällen. Wir gehen einfach durch, als wäre es nichts. Oh. Oh, da unten sind ja noch mehr. Ja, Koffer, ich weiß. Wo hast du das Holz eigentlich hingelegt und wo kommt der ganze Nebel eigentlich her? War es hier schon immer so neblig? Ja. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Ist aber schön. Ah, ich habe mir jetzt gerade übrigens mal einen Beruhigungstee geholt. Seitdem. Ha, oh. Seitdem skaliert sich das jetzt gerade meine Wut so ein bisschen runter. Ich hab zwar immer noch Blut an den Händen, aber es wird besser. Ich. Da wird wirklich Blut an den Händen, wa? Genau das. Boah, da drehe ich mich auf mit den Bäumen hier. Das war eine scheiß Idee anzufangen. Sollen wir neu anfangen? Neu anfangen? Okay, ja, habe ich ja kein Problem mit. Ich habe heute Zeit. Bis Timbuktu und mehr. Timbuktu ist aber keine Zeitangabe. Ich jahre. Hier ist ja auch noch Holz rum. Ja, hier liegt überall noch Holz rum, weil ich, warum eigentlich? Das ist eine gute Frage, warum eigentlich? Also ich habe kein Problem damit, neu anzufangen. Ich meine, ich finde den Spot hier ja eigentlich schon sehr, sehr sexy. Muss ich ja mal so sagen. Echt? Jetzt irgendwie nicht so. Ja, wenn du nachher siehst, was ich vorhatte, dann weißt du, was ich... Ach komm, scheiß drauf, lass uns mal ein Stück weitergehen. Okay. Hast du keine kleine Idee, was ich hier vorhatte? Weiterbauen, weiter in den Dings da rein wahrscheinlich, oder? Weiter nach vorne, so klippenmäßig. Klippenmäßig, ja. Nein, also anscheinend nicht. Kann man auf diesen Plattformweg vernünftig laufen, oder? Ich hab's bisher nicht geschafft. Doch, ja, hier, wenn man drauf springt. Wenn man drauf geht, dann nicht. Hakt man eben davor. Als wäre es eine unsichtbare Mauer. Was möchtest du denn machen? Hier nochmal neu anfangen. Okay. Das Problem ist, hier wird jetzt sehr, sehr viel Holz drauf gehen. Das ist ja hoffentlich bewusst. Ich bin durchaus bewusst, deswegen mache ich mir jetzt ein Blocksled. Das sind schon mal 54 jetzt, ne? 54 jetzt schon? Ja, eine Plattform. Wow. Eine Plattform? Ah, okay. Vorher hast du nicht gelogen. Ja, meinst du, ich erzähle jetzt irgendeinen Mist oder was? Ja. Ich nicht. Ich doch. Ich erzähle nie Mist. Also selten. Was ja gerade hässlich am Lachen ist. Gar so, als hätte ich irgendwas Falsches gesagt. Ich habe übrigens gehört, in 8 Tagen kommt das neue Update raus. Wieso blute ich eigentlich schon wieder? Gutes. Könnte auch sein, dass. Nicht? Dachte ich jetzt gerade wieder. Nö. Naja. Positiv. Dann kannst du nicht schwanger sein. Dass wir aber auch direkt wieder mit so einem kleinen Projekt anfangen, ne? Ja. Yep. Juhu.
Doch hier irgendwo noch Bäume gehabt, Baumstämme gehabt. Weißt du, was ich jetzt gerade so Sind ein bisschen bedauere auch? Was denn? Dass wir unser schönes Indianerdörfchen da gebaut haben, wo wir noch nicht speichern konnten. Das ist halt einfach so unglaublich gut geworden. Ja. Kann dieser Baum vielleicht erstmal zum Danke? Wäre fast schief gegangen, ne? Ja, doof. Ich baue das Ding übrigens mal von unten weiter. Wenn da nicht gerade so eine Patrouille Einheimische käme. Nihihi, Knicker, Knicker, ich komme mal wieder hoch. Ja, komm zu mir. Schätzelein, komm zu mir. Ich verrate dir eine kleine Geheimnis. Von eine. Weiß ich nicht. Du bist stark und du bist kräftig, oder? Du kannst dich im Zweifelsfall beschützen vor den bösen, bösen Eingeborenen, oder? Irgendwie heulen die gerade ziemlich krass rum. Ja, genau Was? deswegen frage ich gerade. Was sind das für Viecher? Ich habe noch nie welche heulen hören. Hast du das erste Mal zufälligerweise irgendwie den Ton an? Nein, ich habe noch wirklich noch nie welche heulen hören. Das machen die immer. Ja, doof. Pass auf, dass hier nicht einfach mal so runterflitscht. Das passiert hier relativ leicht. Ist das so? Ja, habe ich gerade mal ausprobiert. Ging ganz gut eigentlich so für den Anfang. Ja, wo sind die lang gegangen überhaupt? Die sind unten am Fluss, die waschen ihre dreckigen Füße. Ach, und lang an ihren anderen Kumpels, die Ja, bereits tot sind. genau, die. Ach, die kenne ich doch immer. Das war doch Georg. Wo hau ich hier eigentlich hin, sag mal? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht da, wo du solltest. Hier ist doch noch ein Baum. Jetzt treffe ich ihn. Haha, du bist ein Baum. Ich hau dir kaputt. Wie wär's denn, wenn wir uns trotzdem mal da ein Drying Rack hinbauen irgendwo? Wäre eine coole Idee. Dann müsste ich noch was zu essen kriegen. Im Moment lebe ich noch so ein bisschen aus dem Rucksack. Ach, diese Frame-Einbrüche, die ich zwischendurch immer habe. Ein Traum. Schöne. Eine Traum, eine Traum. Manchmal Ah, denke ich gut, hätte einen gut, Saum gut. an meinem Kleid, aber ich habe kein Kleid, deswegen habe ich auch keinen Saum. Alter, bleib hier! Drying Rack. Wo soll man's denn hinbauen? Ein paar Dreck hier vor. Das ist mir gerade scheißegal, wo du das Ding hinbaust. Hauptsache, ich klatsche dir nicht wieder runter. Guck mal, 19 Stück haben wir schon mal verbastelt. Okay. Hast du dein Logsled gerade gebaut? Ja, habe ich. Okay. Ich dachte mir, ich frage lieber der Sicherheit halber nochmal. Kann ja sein, dass du dich wieder vertan hast. Man kennt dich ja. Du bist ja nicht immer ganz helle. Weiß nicht, was du meinst. Ja, ich mache ja noch mal ein bisschen Luft, ne? Ist halt ein bisschen vollgebaut hier alles. Sehr schick. Und wäre schön, wenn du Dann. diesmal nicht alles wieder vollmüllen würdest innerhalb des Lagers. Es führt nämlich halt Was auch ein bisschen Vollmüll? immer zu Frame-Einbrüchen. Was meinst du mit Vollmüll, bitte? Allen möglichen Scheiß hinzubauen, wie zum Beispiel 5 Lockholder. Jetzt kommen wir nicht mit, die sind total wichtig. Ja, 2 reichen auch. Nein, die sind total wichtig. 10 reichen auch. Ja, natürlich reichen auch 10, wenn 2 schon reichen. Ne? Das Sag ergibt ich sich doch. aus einer gewissen Logik. Brauche ich mein Lockstack lassen? Steht da. Hier. Steht in dir drin. Hi-ja. Bin nicht. Tut mir leid. Und er fragte allen Ernstes, was meint er mit Vollmüllen? Find jetzt seine Scheiße schon wieder nicht wieder, die er vor 5 Minuten gebaut hat, weißt du? Ich glaube, ich muss einen neuen bauen. Ach, da steht er doch. Mitten im Wald ganz voll. Ah, da, oh, schön. Ich habe noch einen Lizard gefunden. Ist das nicht toll? Ist das ein Traum? Total toll. Ja. Ich bin aber schon wieder zu unfähig, bin diesen blöden Koffer zu öffnen. Ah, endlich.
Achso, wir sind übrigens schon wieder am Ende der Folge angekommen, ne? Deswegen würde ich einfach mal wieder sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von El Forestos wieder und wir gehen ja auch schon wirklich ganz stramm auf die 100 Folgen zu. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das lange durchziehe, aber naja, es läuft und es macht Spaß. Ja. Und mal kicken, ob wir dann eventuell in der nächsten oder übernächsten dann vielleicht mal so langsam mal die Plattform vorgetrieben kriegen. Wir brauchen auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Holz, habe ich so ein Gefühl. Meinst du? Ja, das ist ja nur erstmal die erste Plattform, da kommen ja nochmal 5 dran. 5? Mindestens, oh, vielleicht eher 10. Großbaustelle hier. Arbeit, Arbeit. Work, work. Ich sammle mal ein bisschen Holz. Also hier kannst du im Prinzip alles wegnatzen, was hier vor der Wand steht. Die nächsten Plattformen können wir tatsächlich auch unten am Fluss weiterbauen. Hörst du von rechts wieder heulen? Plinkploing? Nee, nicht Plinkploing. Na gut. Solange noch kein Plinkploing da ist, ist alles in Ordnung. Einigermaßen. Aber ich habe ja gesagt, wir sehen uns in den nächsten. Also, bis dann. Tschüss.